Hi, sorry, dass es eventuell zu Störgeräuschen kommen sollte, aber ich bin auf der Baustelle, oben wird gearbeitet, eventuell gesaugt und so weiter. Das Ding ist, in dem Altbau war vorher hier der Zähler, die Zählertafel mit 5 Sicherungsautomaten und jetzt sind wir hier am Sanieren. Die hatten im Vorfeld so eine Abzweigdose an der Decke vom Energieversorgungsunternehmen und sind von da direkt auf den Zähler draufgegangen. Dann war da noch eine Erdungsleitung aus dem Kasten, der am Pen angeklemmt gewesen ist. Aber der war mehr Deko als alles andere. Und jetzt wollen wir das einmal alles komplett richtig machen. Deswegen zeige ich euch erstmal, was wir hier gemacht haben. Und dann will ich mit euch gemeinsam den Tiefenerder in die Erde reinmachen. So, das Ding ist, wir befinden uns hier in einem TNC-Netz. Die Box oben haben wir einmal erneuert. Da kommen wir rein mit der 1L2L3 und dem Pen. Die geht entsprechend weiter zum nächsten Nachbar, weil das hier aneinandergereihte Häuser sind. Damit wir jetzt diesen Bereich separat freischalten können, haben wir hier noch einen NH-Trenner installiert. Dort sind wir mit L1, L2, L3, N und PE hingegangen. Wir haben hier oben den Pen entsprechend schon aufgetrennt. Das Genialste ist auch, wenn ich jetzt an der Installation bei den Steckdosen und so weiter zwischen L und N messe, habe ich bei beiden Prüftasten eine Vibration, tatsächliche Spannung. Und wenn ich zwischen Phase und Schutzleiter die Last zuschalte, dann fliegt der Fehlerstromschutzschalter. Und so sollte es auch sein. Hätten wir im TNC-Netz mit einem Pen gar nicht in der Form gehabt, da hätten wir dauerhaft tatsächliche Spannung, egal was wir machen würden. Deswegen, hier haben wir 5 Schienen, Neutralleiter L1, L2, L3, PE, NH-Trenner zum unteren linken Anschlussraum. Und dort habe ich eine Poti-Schiene gesetzt. Es gab im Vorfeld keine Erdung. Die haben die Betriebserde, den Betriebserder entsprechend genommen, aber der war hier irgendwo abgeschnitten, die Erdung. Und deswegen, jetzt wollen wir Tiefenerder machen, plus noch das mit dem Betriebserder vom Energieversorgungsunternehmen. Und dann werde ich auch mal eine Messung machen, aber in dem Fall eine Schleifenimpedanzmessung. Da werde ich gleich darauf zu sprechen kommen. Ja, jetzt habe ich mir hier schon mal alles mitgenommen. Erstmal, ja, nicht so lange bohre, aber Hauptsache, man hat erstmal eine Zentrierung. Dann habe ich hier einen Tiefenerder. Jetzt habe ich tatsächlich vergessen, was ich beim letzten Mal mitgenommen habe. Die Zentrierspitze, die habe ich jetzt nicht. Deswegen werde ich mit einem Winkelschleifer und einer Schrubscheibe mir die Spitze selbst bearbeiten. Aufgrund von Korrosionsschutz werde ich entsprechend das Ganze noch mit Zinkspray dann besprühen, trocknen lassen. Hier habe ich zum Adaptieren auch noch 1x16 Quadrat, NYYJ, weil bei NYYJ hat man eindrehtige Leiter häufig. Bei 16 Quadrat würde ich NIM nehmen, dann bekommt man häufig mehrdrehtige Leiter und die sollte man auf der Potentialausgleichsschiene nicht drauf machen. Bezüglich Blitzschutz ist eindrehtig 16 Quadrat auf jeden Fall besser geeignet. Hier ist noch die Schelle, wo ich das adaptieren kann. Werde ich auch später noch von der Nähe zeigen. Am Ende habe ich auch den SDS Plus Aufsatz hier drin, um den entsprechend hier drüber zu stülpen und das Ganze reinzumachen. Wenn ich nicht weiterkomme, weil die Maschine eventuell zu schwach ist, dann werde ich das mit einem Vorschlaghammer noch weiter in die Erde reintreiben. Genauso viel dazu. Hier ist der Zählerschrank. Wird gerade noch im einphasigen Betrieb verwendet und sonst geht hier auf jeden Fall alles. Guckt mit einem Dustbowl, wenn ich hier auf L1 bin und hier auf dem Neutralleiter zum Beispiel, tatsächliche Spannung vibriert, zeigt er mir an, 232 Volt, aber gehe ich jetzt hier auf dem Schutzleiter, bam, FI ist geflogen für Obergeschoss, richtig, richtig gut. Und ist bei den anderen auch, die schalte ich, naja, kann ich ja ein FI einschalten, aber an sich kann der auf jeden Fall ausbleiben, das ist der Neutralleiter. Hier haben wir eine Phase, hier haben wir PE, jetzt zack und ausgelöst, richtig toll. Thank you.
Naja, das Ding ist, der Stab ist ja hohl. Mal gucken, wie gut ich damit da reinkomme. Ansonsten muss ich abschneiden und dann mir noch eine Hülse besorgen. Aber ich denke, das wird schon gehen. So, jetzt habe ich hier die Potentialausgleichsschiene. Und da kommt es alles am Ende ran. Der ist zu schwach, ey. Jetzt steckt der fest. Jetzt bekomme ich den nicht mehr rein, raus, egal ob Linkslauf, Rechtslauf, bringt alles nichts. Ich würde daneben noch mal bohren mit dem Kleid, um das ein bisschen freier zu machen eventuell. Ich hatte mir sowieso vorgestellt, die Schelle komplett bündig zu versenken am Ende. Deswegen habe ich auch hier so eine Korrosionsschutzbinde für solche, genau, für die Tiefenerder. Wenn man das in die Erde reinmacht, sollte man die Klemmstelle auf jeden Fall nochmal ummanteln, damit es nicht anfängt zu rosten, die Klemmstelle. Deswegen probiere ich das einfach, aber ich kriege den jetzt in der Form auf jeden Fall nicht mehr raus. Nee. Ja, der ist verdammt warm. Der geht ja, wenn er zu warm ist, auf Selbstabschaltung. Eigentlich müsste man hierfür ein anderes Gerät nehmen, was heftiger ist. Dann quält man sich erstens nicht so und zweitens geht es schneller. So, das Ding ist, ich habe jetzt ein 20er Loch. Ich habe ein bisschen Bedenken, falls ich den jetzt hier so reintreibe, dass der stecken bleibt. Deswegen mache ich das Loch sicherheitshalber auf 30. Im Beton zumindest. Danach hast du auch noch mehr Luft, um das wieder abzudichten am Ende.
Willst du, dass es komplett im Boden versenkt ist am Ende? Oder kann das ruhig so bleiben? Ist mir egal, kannst du so lassen. Ja? Okay. Wenn es geht, wäre natürlich schön, wenn nicht, ist auch nicht so gut. Ja, müsste man aufstemmen, weißt du, ja, den Boden. Drauf. Okay. So, wozu machen wir das Ganze hier mit der Erdung, mit dem Potentialausgleich? Einfach damit der Blitzstrom beispielsweise den kürzesten Weg hat in die Erde hin. Sonst hätten wir auch beispielsweise zum Hänselkasten den Potentialausgleich entsprechend ziehen können, aber dann wäre der Weg entsprechend zu weit. Deswegen jetzt an der Stelle so. Das wird natürlich noch verbunden mit der PE-Schiene im unteren linken Anschlussraum beziehungsweise direkt hier auf dem Überspannungsschutz beim Erdungssymbol. Der ist mit dem PE dann durchverbunden. Aber trotzdem werden wir sicherheitshalber auch noch ein PE-Kabel beziehungsweise Erdungskabel einmal zum Hänselkasten auf die PE-Schiene führen und dann ist alles richtig gut miteinander verbunden. Erdungsmessung gibt es drei Methoden, sage ich mal. Also solche wie nennt sich das Ganze jetzt? Diese Teile, die man in die Erde eintreibt, drei Stück. Müsste ich mal eben gucken. Boah, wie heißt das? Ja, solche Erdungssonden würde ich sagen, die habe ich auf jeden Fall nicht. Ich habe auch keine Strommesszangen, um die Erdungsmessung hier vorzuführen. Aber ich habe die Möglichkeit, eine Schleifenimpedanzmessung zwischen Außenleiter und dem Potentialausgleich zu machen. Ich kann euch das auch an der Stelle kurz mal aufzeichnen, dann versteht ihr, was ich meine. Und in der Form werde ich die Schleife messen und dann sehen wir auf jeden Fall, welchen Erdungswiderstand und welchen Erdstoßstrom maximal darüber fließen könnte. So, machen wir das Ganze einmal so. Hier habe ich ein Blatt Papier. Ich hoffe, man wird alles erkennen können. Wir haben auf jeden Fall hier unten unseren Betriebserder von der Trafostation. Dann haben wir hier diverse Sternpunkte. Hier haben wir L1, hier ist noch die Spule, hier haben wir L2, hier haben wir L3, dann haben wir hier den Pen, den haben wir aber aufgeteilt zwischen N und PE. Und jetzt ist das Ganze so, dass wir unseren Potentialausgleich haben. Mitten im Tiefenerder. Und wenn ich jetzt eine Schleifenimpedanzmessung beispielsweise zwischen L1 mache und dem Potentialausgleich, dann habe ich hier mein Messgerät, gehe einmal hier mit einer Messung hier drauf, beziehungsweise beide, PE und N beispielsweise, und den L, den ziehe ich mir hier nach oben auf L. Und dann misst er die Schleife zwischen L zum Potentialausgleich und hier muss er ja rüber, deswegen misst er hier die Schleife entsprechend, welchen Erdungswiderstand wir am Ende zwischen Betriebserder und Potentialausgleich haben, weil einen anderen Weg zwischen den beiden Punkten gäbe es in der Form gar nicht. Dann schließe ich das einmal noch fertig an. Können wir einmal hier eine Niederohmigkeitsprüfung machen. Genau zwischen PE-Schiene und dem haben wir auf jeden Fall einen Kontakt. So, jetzt ist hier alles verbunden. Den unteren linken Anschlussraum habe ich wieder zugemacht. So sieht das Ganze an der Stelle aus.
Dann habe ich hier jetzt mein Bending IT200, um die Erdungsmessung bzw. die Schleifenimpedanzmessung zu machen. Dazu habe ich mir erstmal hier Neutralleiter und Schutzleiter zusammengelegt, ganz einfach. Dann Krokodilklemme, das werde ich jetzt an die Potentialausgleichsschiene in der Form dran machen. Und die andere Messspitze, eingangsseitig vom Fehlerstromschutzschalter auf L1 in dem Fall zum Beispiel. Und jetzt schauen wir mal, den Bending IT200 erstmal demnach einzurechnen und dann sollte der auf jeden Fall die Schleifenimpedanz messen. So, unten beim Potentialausgleich haben wir alles gesehen. Jetzt gehe ich hier auf Einzelprüfung, dann auf Loop, Schleifenimpedanz, zwischen L und PE messen wir das Ganze. Dann muss ich noch diverse Parametrierungen vornehmen. Es handelt sich jetzt bei der Vorsicherung um GG wegen den NH-Sicherungen. Die sind 63 Ampere in dem Fall. ISC-Faktor, also Kurzschlussstrom, dass man den noch ein bisschen spielen lässt, in dem Fall 33% ist in Ordnung. Prüfung zwischen L und PE machen wir in dem Fall und so sollte das Ganze auf jeden Fall funktionieren. Dann die Messspitze einmal auf L1. So, und jetzt sehen wir hier zwischen L und PE haben wir 230 Volt, zwischen L und N auch 230 Volt, das passt soweit. Dann die Prüftaste einmal drücken und dann spuckt er uns die Ergebnisse aus. Hier haben wir einen Wert von einer Schleife 0,1 Ohm, das ist ganz gut, und einen Erdschlussstrom von 1,5 Kiloampere, also 1500 Ampere, die da drüber fließen könnten. Richtig gut bei der Sicherung. Dann ziehe ich einmal den Neutralleiter ab und stecke den einmal hier mit auf den Neutralleiter eingangsseitig hier drauf. Können wir auch einmal gucken. Hier haben wir auf jeden Fall auch 230 Volt und so weiter. Drück mal die Prüftaste, weil so macht man Schleifenimpedanzmessungen an Steckdosen und so. Aber hier haben wir im Endeffekt denselben Wert. Das sieht alles top aus. So, dann werde ich jetzt beim Potentialausgleich einmal die Abdeckung hier drauf machen und dann noch die Tür von dem Zählerschrank einmal wieder einhängen. Ist ja ganz in Ordnung geworden von den Werten her und alles Mögliche. Deswegen kann ich in dem Fall jetzt Feierabend machen. So ist die Tür drin. Genau, Anschlussraum habe ich schon zugemacht. Und so ist alles in Ordnung. Dann würde ich sagen, das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!